Immer diese Aufsicht. Wie merkwürdig. Alles so dunkel. Und ruckelig. Und da stimmt doch irgendwas mit dem Aufzug nicht. Und mit der Stadt. Und mit der Höhe. Und er trinkt Wasser ein. Auch das ist nicht normal. Warten wir doch einfach mal, was passiert. Da sind wir nun bei Kapitel 11, Wiedervereinigung. Und damit ein herzliches, schönes, gruseliges Happy Halloween, Leute. Denn wir haben Halloween und da habe ich mir gedacht, da ich auf einer Halloween-Party eingeladen war, nehme ich doch im Anschluss einfach mal wunderbarerweise weiter The Evil Within auf. Anstatt ein neues Spiel anzufangen, dachte ich, geht es mit The Evil Within weiter als Maleficent. Ja, passt vielleicht nicht unbedingt in dieses Spiel, ist aber völlig egal. Es ist mein Outfit zu Halloween. Und dazu gehört auch eigentlich noch mein toller Stab, den ich aber vorhin auf der Straße schön zerdeppert habe. Der ist jetzt offen, den ich selber gemacht habe. Ja, sah ziemlich cool aus, werde ich noch wieder flicken und reparieren müssen, aber der gehört noch zu meinem Outfit, sieht man hier irgendwie leider gar nicht so gut. In der Kamera, ich drehe den mal so ein bisschen, wo ist die Kamera, da ist die Kamera, ich drehe den mal, genau, der gehört noch dazu, dass ihr den einmal gesehen habt, ich werde aber noch bei Facebook irgendwie Fotos posten oder so. Auch mein kleiner Rabe oder Krähe ist dabei, den Maleficent hat, als Freund. Und ja, es ist, ich weiß es gar nicht, auch schon 4 Uhr morgens. Ich habe nochmal mein Make-up aufgefrischt ein wenig, aber wahrscheinlich lässt sich nicht mehr alles flicken vom Abend. Wie gesagt, nehme ich einfach im Anschluss auf, weil ich dachte, das wäre die beste Möglichkeit, um wieder in The Evil Within einzusteigen und damit ich mich halt nochmal mein ganzes Make-up und Kostüm anziehen und nochmal machen. So, Leute. Ich hoffe, es ist okay für euch, dass ich an der Stelle jetzt nochmal spiele. Denn natürlich hatten wir das hier alles schon. Und ihr müsst mir verzeihen, wenn ich ein wenig in die Steuerung noch reinkomme. Die Klinik scheint das einzige intakte Gebäude zu sein. Wie ist das möglich? So, ich hoffe, ihr habt Sound, denn ich nehme über meine komischen neuen kleinen Kopfhörer auf, die ich heute gekauft habe, weil das Headset passt überhaupt nicht unter meine tolle Maleficent-Hörner. Unter meine Hörner. Ich wollte eigentlich Kappe sagen, aber ich sag lieber Hörner. Und, wie gesagt, ich brauche ein bisschen Zeit, um wieder in die Steuerung reinzukommen. Und damals habe ich hier, falls ihr euch erinnert, da ist sie, die Statue. Da habe ich den Schlüssel nicht bekommen. Ich möchte es aber diesmal schaffen. Bitte, bitte, bitte. So, wo ist er? Wo ist der Schlüssel? Mist. Aber ich warte jetzt hier einfach. Und dann müsste der bei der nächsten Umdrehung wieder auftauchen, der Schlüssel. Diesmal ist er hoffentlich auf dem Karussell. Das letzte Mal habe ich nämlich auch nicht bekommen. Und wenn ich schon das Kapitel von vorne anfange, dann möchte ich diesmal den Schlüssel haben. Ja, wir sind wieder zurück bei The Evil Within. Mit Krähe und Hörnern. Und ich hoffe, ich habe ihn jetzt nicht verpasst. Ich muss jetzt aufpassen hier. Schlüssel! Da, da, da. Ha! Ich habe den Schlüssel. Alles wird wieder gut, Leute. Wir laufen weiter. Und
lassen uns in diesem Kapitel überraschen, auf was auch immer kommt. Es ist für das Halloween-Special halt mal ausnahmsweise, wie gesagt, heute mit Kamera. Das mache ich ja sonst eigentlich nicht. Davon muss ich lang. Ich weiß nicht, wie es laufen wird mit dem Kämpfen, aber wird schon, ne? Die Evil-Within halt. Es gibt ja mittlerweile die Evil-Within 2. Und, habe ich vergessen, dass der da runterknallt. Wir gehen hier wieder durch diese komische Höhle. Und ab hier muss ich dann echt überlegen, wo ich denn hier was finde. Denn das weiß ich nun tatsächlich alles gar nicht mehr. Ich habe tatsächlich nochmal das The Evil Within Let's Play mir bei jemandem angeschaut gehabt. Ich glaube, hier kam keiner. Oh, das will ich auch haben. Und dann war hier irgendwo... Genau, hier nebenan ist noch was. Da habe ich nämlich noch so ein Kartenfragment, glaube ich, auch übersehen gehabt zuletzt. Das nehmen wir auch mit. Selbstverständlich, meine Lieben. Und noch etwas. Und zwar den Revolver, wenn ich mich nicht täusche. Die Magnum, okay. Dieser maßgefertigte Revolver feuert durchschlagende, großkalibrige Patronen ab. Er weist zahlreiche Gebrauchsspuren auf. So. Haben wir denn dafür jetzt auch schon Patronen? Naja, okay. Mindestens ein Magazin. Okay, das ist gut. Wie sieht das mit dem Rest aus? Irgendwie, ich muss erstmal gucken. Okay, wir können hier ein bisschen laden. Das ist immer gut. Kannst du das auch laden? Wunderbar. Die auch. Immer alles schön nachladen. Das habe ich noch so in Erinnerung. Okay, wir haben gar keine anderen Bolzen. Außer die Blendbolzen, wie es scheint. Ein mysteriöses Bild. Mit einem Mädchen drauf. Oh, da ist auch noch was im Schrank. Nicht übersehen. Ganz viel grüner Glipperkram. Den brauchen wir für den Stuhl, falls ihr euch erinnert. Dort, pushen wir uns wieder auf und... Und da hinten war einer, ne? Oh, der darf mich nicht sehen. Der darf mich nicht sehen. Ich nehme mal die Pistole einfach in die Hand. Obwohl das wahrscheinlich nicht reichen wird. Und wie gesagt, wie auch immer ich jetzt hier spielen werde, ein paar Parts braucht es. Dass ich wieder hineinkomme in das Spiel. Die gute Maleficent braucht etwas Zeit noch, um wieder bei The Evil Within anzukommen. Mit Life is Strange wird es natürlich auch weitergehen. Keine Frage, kommt alles, Leute. Aber jetzt stand Halloween an. Und... die Wand. Aber das musste jetzt sein. Eine coole Puzzleaufnahme. Und wie gesagt, ich fand ein ganzes neues Spielanfang etwas zu viel, da wir ja noch die Evil Within offen haben. Hier ist noch was um die Ecke. Was auch immer das jetzt war. Erste-Hilfe-Kram. Wie schlage ich denn da nochmal drauf? So, okay, gut. Ist hier noch was? Nö. Okay, storymäßig war ich auch echt ein bisschen raus. Da dachte ich, oh Gott, das war alles so durcheinander. Vom, vom Ganzen so. Oh. Dass ich echt überlegen musste, um was ging es denn überhaupt. Wir sind der Sebastian zurück. Und Sebastian ist ein Detective mit Frau und Kind. Jo, das hat... Jo. Ich will das eigentlich nicht verschwenden hier.
Kannst du explodieren, bitte? Okay, ist schon. Ja, jetzt habe ich ordentlich Schuss verbrezelt, wie gesagt. Ich muss erstmal voll wieder reinkommen hier. Das hätte auch anders laufen können. Dafür gibt es auch keinen Glibber. So, Frau und Kind, wo war ich stehen geblieben? Gibt's aber nicht mehr. Soweit ich weiß. Das Kind ist gestorben. Und... Kann ich den hier von hier erschießen? Na toll. Wieder ein Schuss verbrezelt. Muss mal ein bisschen munitionssparender arbeiten. Weiß aber auch nicht, wie ich das hier am besten mache. Was mich ein bisschen stört hier gerade ist, dass ich eigentlich die Schrotflinte immer irgendwie gefühlt rechts hatte und jetzt ist die da. Schrotflinte. Oder? Ich habe keine Ahnung. Ich mache das Ding dahin. Irgendwie war das so in Erinnerung. Scharfschütze lasse ich mal. Erste Hilfe, okay, alles klar. Gut. Oder war es doch andersrum? Ach man, jetzt bin ich ganz verwirrt. Gut, es ist jetzt so, wie es ist. Rechts ist die Schrotflinte einfach. Er kommt da anscheinend nicht so raus. Ich will es halt auch irgendwie nicht ausprobieren. Nicht, dass ich weiter Muni verballer. Wir bleiben mal hier oben. Kann man da irgendwie ran ans Auto? Ist da was drin oder so? Voll blöd, dass ich den nicht von hier aus jetzt einfach erledigen kann. Naja. Kannst du da drinnen? Nö. Nun ja. Sebastian ist halt hierher gekommen. Oh. Den können wir doch bestimmt wunderbar erschießen. Das tut ja nicht Not, ne? Dass wir uns so in Gefahr begeben. Oh. Wir schleichen uns einfach mal an den ran. Ich hoffe, das klappt noch. Jawohl. Schön leise. Okay, da kommt noch einer. Der merkt das. Oh, der merkt das. Uah! Jetzt wird's brenzlig. Jetzt gehe ich schon mit meinem ganzen Körper hier zurück, weil ich das echt nicht mehr gewöhnt bin hier. Jo. Ich habe Angst, dass der nochmal aufsteht. Durch das Feuer hat er das jetzt bemerkt, ne? Oh, da kann man durch? Da kann man durch. Will ich das überhaupt? Weil ich meine... Aber da kann man nach oben. Mach mal die Lampe aus. Die zieht ja auch nochmal an. Ich schleich mal hier rum. Aber ich komme hier überhaupt nicht zum Story erzählen nochmal. Zum wieder auffrischen. Kannst du da irgendwie hoch? Nö. Wie schön. Auf der anderen Seite, wenn ich mir den jetzt da vorne schnappe, merkt er doch eh gerade nicht. Ich mach den mal platt. Genau. Schön unten bleiben. Okay, das hätte ich gar nicht machen müssen eigentlich. Aber den vielleicht. Man weiß ja nie. Okay. Streichhölzer lassen sich ja dann doch nochmal wieder finden. Oh, da, den Kram da unten will ich aber mitnehmen. Ja, läuft doch. Also so, naja. Ist ja jetzt schon ein paar Monate her. Ich weiß gar nicht. Ach, guck mal, da bin ich doch rübergekommen. Aber ich weiß halt gar nicht, was ist dahinter. Da ist doch der eine. Will ich nicht hin. Will ich da hin? Ja, dann wird er uns angreifen, ne? Würde ich mal meinen. Ja. Aber vielleicht ist da ja irgendwas. Ach, ist sowieso abgeschlossen. Okay. Gut.
gut. Ich lauf mal hier. Eben lang. Es ist sehr stürmisch draußen. Es war sehr anstrengend. Mit Stab und allem. Ist da offen? Okay, da ist auch zu. Oh oh. Oh, da kommt er. Aber dann geh doch da hoch. Komm, geh da hoch. Ach du Scheiße. Okay, warte. Granaten und so wären vielleicht nicht schlecht. Ja, leichte Panik, Leute. Oh, komm. Oh Mann! Das nervt mich voll. Nein! Nein! Oh Gott. Oh Gott, jetzt kommt noch einer. Wenn ich sterbe, dann... Dann ist... Nein! Warum kannst du denn nicht... Ich werde sterben. Das war's mit Sebastian. Maleficent hat's verkackt. Muss ich jetzt alles nochmal machen? Nee, nicht alles nochmal. Aber ab hier, okay. Ja, gut. Wo war ich stehen geblieben bei der Story? Ja, wir sind ein Detective. Aber immer wieder kommen wir in eine andere Welt. Und, was heißt denn eine andere Welt? Aber... Irgendwann, den machen wir mal platt jetzt hier. Jo. Das war gut. Besser als das letzte Mal. Wie soll man das erklären? Wo der eigentlich immer ist, der Typ? Man weiß es ja selber eigentlich nicht so genau. Aber... Wenn ich das richtig verstanden habe, aus dem, was ich bisher so verfolgen konnte, dann ist da ja diese Nervenklinik, in der wir immer wieder auftauchen. Da, wo auch Sebastian am Anfang halt seiner Reise hinkommt. Ich will immer wieder die Streichhölzer, die ich aber schon habe. Und in der Nervenklinik ist halt auch dieser eine Patient. Und der gehört halt zu weiteren anderen Patienten und auch zu Doktor, was weiß ich. Und dann kommt da noch eine ganze Familie und darunter ist dann Rufen. Oder Ruben oder Rufen. Und der hat Experimente gemacht. Und der Doktor wollte irgendwelche... Ja, wie kann man das nennen? So Nervenströme... Die Hirnexperimente und sowas hat er alles gemacht. Ah, jetzt muss ich den mal hier eben umlegen. Wunderbar. Den schnappen wir uns auch mal gleich. Besser ist. Jetzt müsste doch da vorne der andere kommen. Der hat uns jetzt aber noch nicht bemerkt. Hahaha. Oh, aber der darf uns auch nicht bemerken. Ist auch scheiße. Da ist er. Hallo.
Ja, komm mal her. Ja, komm, dann bemerk mich halt. Ist mir jetzt auch egal. Ja. Geht doch. Der ist auch total matsch. Der hat auch noch Glibber. Das ist gut. Ja, ich habe ein bisschen Schiss vor den anderen, die da gleich alle kommen. Na gut. Ihr wolltet das so. Nun ja, der arme Ruven hatte ja seine Familie verloren. Zumindest seine Schwester in dieser Scheune. Das ist auch schon passiert. Die ist verbrannt worden von den Leuten draußen. Oh Gott, das versteht keine Sau, ne? Wenn man das so erklärt, wie ich das gerade mache, dann versteht das keiner. Aber ihr wisst noch, was ich meine, ne? Die, die das geguckt haben, ist hier, die wissen bestimmt noch, was sie meinen. So. Und ich weiß jetzt nicht genau, was mit den Eltern war eigentlich von dem Ruven. Aber der Doktor, der da seine Experimente macht, und der Ruven, der auch dann seine Experimente macht, ich zünde den trotzdem nochmal an. Achso, dann zündet er beide an. Wunderbar. Ja, der Doktor findet das dann nicht mehr so toll, wie Ruven das macht. Weil der versucht dann, glaube ich, etwas andere Experimente zu machen. Kann man hier durch die Spalte durchgehen? So, da kommen ja gleich die anderen alle. Der versucht ihn dann so mehr oder weniger aufzuhalten. Ruven lässt sich aber nicht aufhalten. Er ist total frustriert, dass seine Schwester getötet wurde und bla bla bla. Und dementsprechend artet das dann so aus, dass aus meiner Sicht, wie ich das verstanden habe, die Patienten, wie vielleicht sogar auch Sebastian, an diese Gehirngefühlsgeräte angeschlossen werden. Und dementsprechend ist dieser Ruven, der die Experimente macht, der einzige, dessen, ja, vielleicht Gefühle oder so echt sind. Kann man das so sagen? Auf jeden Fall ist das alles miteinander verknüpft, sodass wir deswegen halt auch immer so merkwürdigerweise so von Welt zu Welt kommen. Wir steigen halt ständig in tiefe Keller und sind auf einmal wieder woanders, kämpfen gegen Monster, alles so merkwürdig und so. Und ich glaube, ich war da hochgegangen, ne? Also muss ich mich auch gleich konzentrieren. Dass man da nicht einfach eine Granate reinballern kann und gut ist, ne? Auch blöd. Wo bin ich denn lang gegangen? Ja, da ging es ja nicht lang. Nicht da. Ja doch, da. Jo, geht los jetzt. Machen wir mal hier. Oh, das will ich gar nicht. Die mache ich wieder nach dahin, die nach dahin und Scharfschützengewehr nach unten und dann rüste ich mal die Granaten aus. Jo. Klappt gut. Konzentriere mich hier. Nein! Nein, hör auf damit. So. Gut mit euch. Steh nicht wieder auf.
Okay, der ist tot. War da nicht noch einer? Ich bin hier voll in Action, Leute. Wo ist der andere? Okay, die habe ich gekriegt. Wenn auch mit viel Schuss. Hätte man wahrscheinlich auch eleganter lösen können und so. Ich glaube, die stehen nicht mehr auf. Und wenn doch, dann... Ja, dann... Dann ist das so, ne? Dann kommen wir damit auch klar. Ja, wie kann ich da jetzt eine Endzusammenfassung machen? Ich glaube halt, dass Sebastian in dieser Welt von Ruven gefangen ist, weil er vielleicht, ist nur so eine Theorie, selber an so einer Maschine angeschlossen ist oder so. Kann aber auch total anders sein. Auf jeden Fall könnte ich mir gut vorstellen, dass dadurch, dass alles ja doch etwas verzerrte Realität hier immer ist in dem Spiel. Ich weiß überhaupt nicht, wo es jetzt lang geht. Irgendwie checke ich es gerade nicht. Vielleicht da durch die Tür, wo sie alle durchgekommen sind oder so. Auf jeden Fall hat der Arzt ja mehr oder weniger auch die Kontrolle verloren. Während Ruven dagegen seine Experimente fleißig weitergemacht hat. Und er wollte ja irgendwie, und das verstehe ich halt noch nicht so ganz, aber die Gefühle verbinden. Hör auf damit, du Arsch. Komm, stirb. Ich hätte ihn gleich anzünden können. Hätte ich auch nochmal wieder Muni gespart. Ja, ich weiß es nicht. Also irgendwie... Oh, wir haben einen altmodischen Schlüssel bekommen. Irgendwas mit einem Durchgang. Mein Bild ist davor. Ach, du Scheiße. Ach, du Scheiße. Jo! Zünd ihn an. Und dann bloß weg hier. Wo? Jo. Okay, das war's. harter Scheiß hier. Wenn man so lange nicht gespielt hat wie ich, ein paar Monate, dann ist das schon hart. Ja, und jetzt bin ich wieder hier. Willst du mich verarschen? Da jetzt nochmal alles machen, das ist ja wohl nur Scheiße. Und ich sabbel mir hier nebenbei einen ab. Mit dem ganzen Unsinn, was hier in dem Spiel passiert, was man kaum erklären kann. Wenn man nicht natürlich, wenn man natürlich alles weiß, okay. Was ist das Blöde, ey. Komm mal her, du Vogel. Ja, ich habe ja gar nicht auf ihn geschossen. Es hat ihm auch nichts angetan mit Schrotflintenschuss. Kein Problem. Ja, steh auf, du. Keine Ahnung. Ja, komm. Supi. Meine ganze Muni aufgefressen. Aufreger hier schon wieder. Ja, ja, zappel du mal da drinnen hinterm Käfig rum. Also nochmal das Ganze. Oh, das wollte ich doch gar nicht. Na gut, dann müssen wir uns eben ranschleichen an den Vogel. Und ganz schnell wieder zurück. So, jetzt kommt der andere Knilch. Oh, der kommt gerade von da. Das ist nicht so gut.
Was soll ich sagen, liebe Leute? Hoven ist bestimmt schuld. Der versucht uns ja sowieso ständig zu jagen. Du bemerkst uns nicht. Du bemerkst uns nicht. Geh wieder um die Ecke. Oh, jetzt bemerkt er uns aber. Shit. Okay. Ja. Shit. Wo ist er? Da. Ja, toll. Ich muss reinkommen, ihr seht's schon. Na super, jetzt kommt der auch noch. Gut. Der hat keinen Kopf mehr, aber er brennt trotzdem. Krieg ich Glibber von dir? Pappnase? Nein. Ich weiß nicht, ob Rufen schuld ist. Ich kann es nicht sagen. Also im Sinne von, natürlich hat er viel Mist gemacht. Hat aber auch auf tragische Art ja seine Schwester verloren. Ich weiß nicht. Oh. Ich weiß nicht, ob wir in seiner Welt gefangen sind. Er taucht immer wieder auf und jagt uns. Aber ich habe keinen Plan, wie es mit dieser Gefühlsgehirnmaschine, was es damit auf sich hat. Und die Laura, Rubens Schwester, taucht wie gesagt als Feuermonster immer wieder auf. Was heißt Feuermonster? Also als ekelhaftes Ringtussi, wie ich sie nenne. Und und ja. War das Muni? Nein. Und ja, weiter weiß ich eigentlich auch noch nicht. Sebastians Tochter ist tot. Ich weiß nicht, wo die Verbindung ist zwischen den ganzen Rufenkram und Sebastians Fall. Ja, das sind natürlich sehr viele Informationen. Oh oh. Komm mal hin, komm mal hin, ne? Genau. Schnell, schnell. Schnell da hoch. Mäuschen. Warte, das ist jetzt ein schöner Moment, um... Wo ist denn hier? Wo sind denn jetzt die Granaten? Bin ich bescheuert? Hä, wir hatten doch Granaten. Wo sind die? Hat er die in der Hand? Super, ey. Hm. Ha. Schön, kein Schuss funktioniert. Super, ey. Boah, die stecken so viel ein, ey, und ich mache hier nur Scheiße gerade. Ich bin echt schlecht im Moment. Und dann fackel ich die noch alle an. Ey, ihr müsst mir das echt verzeihen. Es ist wie ein Übungspart. Und ich habe schon versucht, wieder zu üben ein bisschen. Dachte, okay, komm, das. Und so läufst du und so duckst du dich. Und was weiß ich, wird schon. Aber ich glaube, das hier wird auf Dauer auch nichts. Das stellt mich gerade nicht zufrieden. Da sind unsere Granaten. Ja, ich hoffe, es hat trotzdem Spaß gemacht, wieder bei The Evil Within dabei zu sein. Blamier mich hier gerade total, ne? Irgendwie so.
Naja. Wie kann man denn hier nochmal, wie kann der sich heilen, der Dussel? Einfach mal so eine Ampulle sich reindonnern. Ist einem zwar ein bisschen schwummerig, aber das macht ja nichts. Hululu. So, jetzt müssen wir da vorne wieder einen Schlüssel holen. Mann, hab ich jetzt viel Muni verballert, weil ich nicht so gut gespielt habe. Habe ich überhaupt noch was? Okay, da habe ich noch was zum Nachladen. Das ist schön. Den kannst du auch. Da kannst du auch noch mal was rein tun. Schön. Mhm. Kommt hier einer rüber? Wow. Okay. Ja, den habe ich. Und jetzt kommen die doch alle gleich, ne? Jetzt habe ich den blöden Schlüssel. Jetzt drehen die alle wieder durch hier, ne? Okay, den habe ich. Du Vogel, steh bitte nicht nochmal auf. Wow, okay, Leute, okay, ganz ruhig. Lauf, 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 lauf. Lauf sonst einfach. Scheiße. Komm, schnell, 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 schnell. Hau ab da. Oh Gott. Und jetzt? Wo sind meine Granaten, wenn ich sie brauche? Da. Sterbt alle bitte. Oder, warte, komm. Anzünden. Wunderbar. Und den auch nochmal. Wenn ich die alle kille, was ist dann? Oh, sie kommen. Was mache ich? Wohin? Ha! Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich laufe weiter. Es geht nach oben. Ich laufe einfach mal. Ja, ja. Passt schon. Vielleicht mit dem Scharfschützengewehr jetzt schön. Auf irgendeinen Vollidiot, der Bock hat. Müssen die nicht da unten irgendwo kommen? Kommt keiner? Will keiner? Hm. Ja. Dann nicht. Habe ich da oben was liegen lassen? Nee. Aber Glibber habe ich jetzt irgendwie voll übersehen, ne? Wo sind die denn? Das irritiert mich. Bin hier komplett falsch? Was mache ich denn da oben? Hä, es muss doch einen Grund geben, dass man hier auch umgehen kann. Kann ich hier irgendwo klettern oder so? Kann ich hier durchs Fenster steigen? Hm. Ja, von hier oben wäre eigentlich ganz cool gewesen, irgendwie was zu tun. Aber... es wollte nicht sein. Ich habe zwar ein paar Anläufe gebraucht, aber jetzt bin ich hier. Mhm, schön. Ja. Nehme ich denn mal? Blöde Pistole, die bringt ja irgendwie immer gar nichts. Oh. Mache ich jetzt hier. Ganz woanders. Wir wollen wieder zurück in diese Beacon-Nervenklinik. Was haben wir hier? Wassergedöns, Matsche. Ja. Ich höre schon wieder einen. Wieso höre ich einen? Ach, weil die da unten sind, ne? Okay.
ist denn hier? Hab ein bisschen Schiss, hier rumzuwatscheln. Kann ich durch den Bus? Kann ich da nicht drüber? Na, den machst du bitte erstmal fertig. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Voll runtergeknallt. Und wo ist er jetzt, der eine? Weiß man nicht. So. Das ist schön. Ich hatte den Pip bekommen von Maître. Wenn du eine Leiche siehst im Wasser, musst du die so schieben, dass du da irgendwie rauf kannst oder so, um Schlüssel zu kriegen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es genau die Stelle ist. Aber mehr weiß ich auch nicht. Guck mal hier. Das ist doch so eine Statue hier, oder? Ist sie doch. Kann ich die zerdeppern? Also, welche ist doch die Statue? Oder soll ich jetzt da auf die Leichen springen oder wie oder was? Kannst du da rauf? Ja, okay. Ja, das ist auch schon mal... Ja, okay. Alles klar. Also die Leichen so drehen, dass ich daraus schießen kann oder was ist hier der Plan von euch? So, die ist erstmal kaputt. Kann ich den Schlüssel mir nicht einfach so holen? Braucht man doch gar keine Leiche, oder? Wo ist der Schlüssel? Ist er jetzt ins Wasser? Er kann den nicht aus dem Wasser tauchen? Deswegen sollte man die Leiche dahin tun, dass der Schlüssel auf der Leiche landet. Aber selbst dann, nee, dann hätte ich die zurückpaddeln können mit dem Schlüssel. Was ist das für ein Scheiß? Echt, jetzt habe ich es verkackt, ne? Oh Mann, das ärgert mich ja jetzt. Ich dachte, wozu das mit der Leiche, wenn man es von da auf schießen kann. Aber warum taucht er denn nicht einfach runter hier, der Depp? Mal einmal kurz runtertauchen, dann wird er den ja auch mal grapschen können, den Schlüssel. Nein, das geht natürlich nicht. Oder ist der jetzt hier irgendwo und ich weiß noch nicht, an welcher Stelle. Das kann natürlich auch sein. Das ist ja blöd gelaufen. Okay, ich habe den Schlüssel gefunden gehabt. Er wäre da gewesen. Das läuft gut in diesem Kapitel. Am Anfang war es ja auch so, dass ich den nicht bekommen habe. Jetzt ist es wahrscheinlich dasselbe. Schön. Ach du Scheiße. Es sieht aus wie sehr viele Leichen, die uns das Leben noch schwer machen werden. Okay, da ist ein Ding im Wasser. Was auch immer uns hier erwartet, liebe Leute. Wir erfahren es im nächsten Part von The Evil Within. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht, mit mir als Maleficent mal mich wiederzusehen. Und es sieht aus, wie als wäre da ein gruseliges Monster, das auf uns wartet. Und ist der weiße Hai. Der paddelt hier vor sich hin. Und ich schlage mich dann weiter mühselig durch die Gegend. Ja, das ist der weiße Hai. Oder sowas in der Art. Ein Alien-Ding. In Ruvens Welt. Oder auch nicht. Schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr auch ein schönes Halloween feiert. Ob ihr auch als... irgendwas geht oder gegangen seid, falls ihr das hier seht und Halloween schon für euch war oder so. Sagt mir, ob es euch gefällt, dass ich wieder The Evil Within spiele. Und schreibt mir auch gerne nochmal in die Kommentare vielleicht eine bis hierhin gute, erklärliche Zusammenfassung vielleicht von dem, was passiert ist. Bei Wikipedia steht zwar auch so einiges, aber... Es ist ja doch ein bisschen auch Eigeninterpretation, wenn man bis wie ich nur hierhin gespielt hat und sich das erklären muss, was überhaupt zuletzt passiert ist.
Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch, einen Kommentar, wie gesagt, wenn es euch gefallen hat. Ich verabschiede mich als Maleficent und gehe dann endlich mal schlafen irgendwann. Und wünsche euch, wie gesagt, noch einen herrlichen, schaurigen Abend. Bis dann!